Gavin. Alter, er hat seinen Spaß, also den Spaß seines Lebens, weißt du? Hockt den ganzen Tag alleine herum. Ich hoffe, dass dieses Ding hier, die dekorative Aura hier irgendwie rausbringt. Nicht, dass sie irgendwie verloren geht, weil die nicht in dem Raum ist. Weil hier ist jetzt dieser ganze Raum bedüdelt von diesem Ding. Ja, Gavin, kaum zu fassen, dass du irgendwann auch mal nach Hause musst, ne? Wie sieht's denn aus morgens früh? Öffnen. Nee. Kannst du nicht Frühstück machen? Wie wär's denn mit? Moment, du hast doch hier Reste essen. Unwohl wegen Hunger. Du auch wohl unwohl wegen Hunger und Toilette. Und duschen. Ach. Er ist wie ich, Alter. Furz auch einen ganzen Tag nur rum, ey. So, sonst noch irgendwelche Wünsche, ne? Also zur Arbeit um 9 musst du zur Arbeit, ne? Eine Stunde etwa. Angespannt, warum denn? Nicht genug Training. Aha, dieses Ding bringt doch... Ja, geil. Das ist mir wichtig, dass das hier draußen Energie geladen macht, ey. Du musst aber auch auf Toilette, ne? Aber du musst heute nicht arbeiten. Wann musst du heute arbeiten? Nein, heute musst du nicht arbeiten. Musst du ein beknacktes Buch lesen. Lese Buch. Irgend sowas. Und lese Buch nochmal. Weil ich weiß genau, dass das immer bei 75% abbricht. Und wenn er dann fertig ist mit dem scheiß Buch lesen. Summer, willst du nicht mal zur Arbeit gehen? Ach, heute ist Samstag, heute musst du ja gar nicht arbeiten. Ja, stimmt ja, oi. An die Grenzen gehen, los. Was ist denn das hier mit dem Müll? Okay, aber du musst auch nicht, nee, du musst heute nicht arbeiten, weil du generell heute nicht arbeiten musst. Aber dafür musst du die nächsten 2 Tage am Stück arbeiten, ne? Schreibe ein Buch. Entschuldigungsschreiben? Nee. Aber ein Buch. Ein verspieltes Buch? Oh, das wäre ja der Wahnsinn. Was ist denn ein verspieltes Buch? Hoppla. Trainiere. Oh ja. Er lacht sich zu Tode hier da drüben. Komm, dann kannst du aber auch gleich, wenn du fertig bist, dann schnell duschen. Und dann, ja, kannst du vielleicht den Müll hier rausbringen. Und den hier sortieren. Training? Achso. Aha, die können, wenn sie energiegeladen sind, auch da, wo sie stehen, trainieren. Das ist natürlich sehr cool. Stingert. So. Hast du dein Buch fertig gelesen? Abgeschlossen, ja, hast du. Es geht ab. Humorvolle Palindrome. Wow. Ich habe vergessen, was ein Palindrom ist. Ich verwechsel das mal. War ein Palindrom ein Wort, was vorwärts wie rückwärts gleich geschrieben wird, gesprochen wird? Also wie Anna? Oder Mauam? War das Palindrom?
Oh, du hast gleich hier zu tun, ne, Müll? Haushalt, Müll rausbringen, wegwerfen, aufräumen. Schaffst du schon, ich glaube an dich. Danach kannst du ja theoretisch mal Mittagessen machen. Speck, Salat, Tomatensandwich. Okay. Oh, einen Salat hätte ich jetzt auch gerne. Irgendwas mit Tomaten. Was ist da passiert? Hast du einen Computer kaputt gespielt? Nee, hä? Warum stehst du denn da und guckst Fernsehen? Und wer ist das da? Klopf, klopf, hallo? Tür abschließen. Freundlich vorstellen, wer ist denn die nette Nachbarin da? Hallöchen. So, so. Mareike. Hügers. Opa hat den Computer doch kaputt gemacht. Reparieren, würde ich sagen. Bobsini, Nabora, Larkin, Moosh, Bratna, Weevy, Vazoo, Inja, Inja, Javi, Kelso, Tribs, Eba, Grovel, Hüftstoß, A Farb, Schwabi from Fanage, Gaffa, keine Ahnung, wer das ist, aber einfach mal kennenlernen. Warum denn nicht? Das ewige Problem mit dem Bluescreen, wa? So, kommt hier noch so ein Schrotthaufen raus? Nee? Wie geht's dir denn gerade? Okay, würde ich sagen. Trinken. Ein Glas Wasser, sehr schön. Aber dann könntest du ja theoretisch mal wieder dein Ding hier schreiben. Dein Buch weiter schreiben. So, sie ist zufrieden? Sie ist sehr zufrieden. Es wundert mich gerade, dass das hier alles so gut läuft. Also, dass sie so ziemlich glücklich sind hier. Ich wollte eigentlich gerade was trinken. Er ist ja schon fast fertig mit seinem Buch. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben ja theoretisch gerade ein bisschen Geld, ne? Wäre ja irgendwie dafür, das Haus zu vergrößern. Aber das müsste hier in diese Richtung 5 weitergehen. Mindestens 5 oder 6. Das ist 4 breit. Ja. Doch. Ja. So, wenn wir schon mal da sind, ne? Also, ich könnte entweder hier nach hinten weitergehen, aber ich würde gerne lieber in diese Richtung gehen. Mit dem Haus. Erstmal wollte ich, glaube ich, diese Blumen wegstellen. Eventuell werde ich sie verkaufen. So, kann ich dieses Haus einfach ziehen? Kann ich da rumstretchen hier? What? Ich kenne mich
überhaupt nicht aus mit dem ganzen Kack hier. Mit den Fundamenten und so. Kann ich diesen Raum hier einfach... Oder den Raum hier einfach? Ich müsste eine Wand zwischenbauen dann. Moment, was habe ich getan? Nein. Drei, vier. Sechs. So, vielleicht. Und dann auch diesen Raum hier nochmal ein bisschen. So, dann ist das Haus ja schon ziemlich groß, finde ich so. Aber das hier mit dem Eingang ist auch völlig okay, denke ich. Die Tonne kann weiterhin hier stehen. Ja, hier. Diese Balken hier aber, ne? Was ist das? Warum hängt der da so komisch von mal? Es ist jetzt ein bisschen doof, sieht das aus irgendwie. Der sollte doch eigentlich eventuell nicht da sein, sondern woanders. Da. Da sollte der stehen. Allerdings könnte man ja an jeder Ecke vom Haus so ein Ding machen. Obwohl, nee. Wie sieht's denn aus oben? Also das Dach ist okay so. Kann ich das Dach vielleicht doch nochmal ein bisschen... Gibt's Fertigdach? Dachmuster. Dächer. Ich meine hier über dem... Wie entferne ich denn das Dach? Wie entferne ich denn das Dach? So. Aber das ist doch schon fast richtig gewesen. Wenn ich das Dach hier anfange... Moment. Ach, ich hätte so ziehen müssen, oder was? Hallo? Nee, warte mal. Rückgängig. Rückgängig? So, dann muss ich das doch nur hier rüberziehen. So, vielleicht ein bisschen flacher machen. Ja, minimal. So. Es hängt vielleicht ein bisschen weiter vorne rüber. So. Aber nehme ich das hier und ziehe es einfach weiter nach hinten, so. Sieht aber auch doof aus, oder? Hä? Ja. Ja. Ich meine, es ist nicht das Schönste, aber es ist besser als gar nichts. Außerdem glaube ich nicht, dass man es von draußen so sieht. So, warte mal. Dann müsste ich noch so ein Fenster kopieren. Ja, am besten hier so rein. Sieht da nicht falsch aus. Hier auch nochmal eins rein. So. Das ist das falsche Fenster, ich glaube. Nee, das ist das richtige Fenster. Das ist nur vorne. Ja, nee. Gibt Schlimmeres. Auf die Höhe etwa? Ja, das kommt hin. So, richtig. Der Eingangsbereich bleibt so. Okay, die Wände da sehen okay aus. Alles easy. Gut, dann möchte ich hier aber nur noch eine... Moment. Eine Wand zwischenstellen. Das heißt, ich würde... Eine Wand da drin... Moment, was sind die Wände? Wände? 3, 4, 5, 6... Dahin stellen? Nee. So nehmen. Und das hier so anmalen. So, zack. Und zack, so. Dann habe ich ja schon mal... Ja, im Grunde ein weiteres kleines Zimmer hier. Das ist sehr gut. So, warte mal kurz. Wie mache ich denn das jetzt? Das da? Da. Sehr gut. Die Küche nervt mich so ein bisschen, dass das so... Ja, so... So eine hohe Wand ist.
Oh, es nervt mich so sehr, dass ich das, die Scheiße so nicht ziehen kann, weißt du? Sondern drehen muss so. Lässt es sich auch nur drehen, wenn es grün leuchtet, ey. Aber wie kann ich denn vielleicht hier so ein... Kann ich... Macht das Sinn, wenn ich da hinten noch einen weiteren Raum reinbaue, so? Oder wenn ich einfach das... Dieses Zeug hier... Hier hinstelle. So, es ist, ja, es ist okay. Weißt du, dann habe ich hier hinten nämlich den Platz für das Esszimmer-Zeugs. Und hier vorne ist dann das Wohnzimmer, so ein bisschen. Ist das okay, wenn ich das da hinstelle? Ich denke schon. Ist natürlich ein bisschen leer hier. Und mit der Küchennische ist das auch ein bisschen dumm, würde ich sagen. Aber da kann man ja bestimmt noch was machen. Wie kann ich denn hier zum Beispiel... Keller... Zimmer... Oder kann ich diese Wände irgendwie... Und hier ist es ja alles, was ich hoch und runter setze dann. Ich will nur diese Wand zu einer Halbwand haben. Ja, moin! Richtig gut so. Obwohl, dann kann ich die hier auch zu einer Halbwand machen, oder? Wie habe ich das denn geschafft gerade eben? So. Guck mal, dann ist das hier so ein offenes Ding. Also immer noch geschlossene Küche so in dem Sinne. Ja, halb offen. Aber trotzdem schöner als vorher, finde ich so. Aber es ist so groß irgendwie, ich weiß nicht. Ja, muss man mögen. So, hier die Pinnwand direkt neben seinem Computer. Da. Ja, natürlich kann ich hier noch Bilder und sowas aufhängen irgendwann. Vielleicht kriegen wir ja auch ein Kind, was vielleicht ein bisschen künstlerisch begabt ist. Nur mal so hypothetisch in den Raum gestellt, so. Heißt das hypothetisch? Ich glaube schon. Ja, ich denke, ich bin fertig erstmal. Natürlich wäre es doch noch ein bisschen schöner, wenn wir hier ganz eventuell so einen Wohnzimmerteppich hätten. Moment, wie mache ich das? Zimmerteppich. Was für einen schönen Teppich können wir uns denn ins Wohnzimmer stellen? Sowas? Hätte ja schon gerne so dezente Farbe, also ja, relativ dezent das Ganze. So, in dieser Wohnzimmer-Ecke hier. Das Radio kann ich auch noch ein Stück weiter hier rüberstellen. Ist ja gerade noch nicht so wirklich hier was geplant, wie was wohin gestellt wird. Ich würde gerne einen größeren oder einen schöneren Tisch kaufen. So. Ich stelle das mal zur Seite so. Dann kann ich ja schon mal vielleicht einen größeren Esszimmertisch kaufen. So. Das muss jetzt nicht der Überluxus sein, aber es sollte schon ein bisschen mehr sein als das, was jetzt ist. Schwarz oder weiß? Ich bin ja nicht so der Fan von Weiß. Aber für einen Küchentisch? Also für so einen Esszimmertisch? Und welche Stühle gehören dazu? Dieser hier? Ach, Weiß. Ja, komm, was soll der Geiz? Ich nehme diese Stühle. So, guck mal, und so haben wir eine richtig gute, wollte ich schon sagen. Mit einem Eingang? Ist aber auch nicht so geil mit einem Eingang. Warte mal eben. Fuck. So, wollte ich gar nicht drehen.
Aber so, so, doch, doch, wenn das hier so steht. Ja, moin, doch, das geht doch. Easy. Gibt es hier noch dekorationsmäßig irgendwas Schönes? Für einen Tisch so? Ich hätte mir so ein Kerzending irgendwie vorgestellt. Also irgendwelcher, in Klammern, Kitsch. Aber früher war das bei uns zu Hause auch so. Ich sag mal bei uns zu Hause, weil ich es eigentlich immer dekorationsmäßig ganz schön fand, mehr oder weniger. Halt diesen Kitsch so zu haben, ich weiß nicht. Regal, Bücherregal, nee. Was ist denn das hier? Weinflaschen, nee. Gibt's denn hier irgendwas, was man... Küchenutensilien. Die kann ich später in der Küche hinstellen, aber nicht hier. Schale, Früchte. Nee. Pflanzen vielleicht? Ja, das fand ich gut, das finde ich nice. Pflanzen. Glaubt ihr, ein Teppich im Esszimmer ist noch geil? Hier ist kein Teppich da. Ich will es jetzt auch nicht unbedingt sein lassen. Wandkunst. Okay. So was könnte ich mir in der Küche vorstellen. Eine Tafel mit Dingen, die gekauft werden müssen. Oder sowas. Finde ich schön. So, okay. Ja, also wir brauchen nicht unbedingt das Geschirr in der Küche stehen haben, damit wir offensichtlich wissen, dass es die Küche ist, ne? Das kann weg. Moment, das muss ich noch wieder umstellen. Das ist ja nur für die beiden hier. Aber ganz ehrlich, das hier wird sich noch einrichten, denke ich.